Willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Die Energiewirtschaft der Zukunft. Im Strommarkt herrscht große Konkurrenz. Lohnt es sich da überhaupt, neu in den Energievertrieb einzusteigen? Antworten kann mir hier mein Gast liefern. Er ist Thomas Edati, er ist der Geschäftsführer der Stadtwerke Celle. Herzlich willkommen, Herr Edati. Vielen Dank, Herr Edlinger. Ja, ich freue mich auch, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier uns Rede und Antwort zu stehen. Und es ist ja so, die Stadtwerke Celle sind genau diesen Weg, den Einstieg in den Stromvertrieb, in den Energievertrieb, neu gegangen, müsste man, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, sondern wiedergegangen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, die Stadtwerke Celle sind so ein bisschen ein Sonderfall, weil wir haben ja bis zum Jahr 2000 haben wir den Strom- und Gasvertrieb gehabt und die Politik hat damals in Celle entschieden, dass diese Sparten verkauft werden, inklusive des Netzes. Wir sind dann an eine E.ON-Tochter überführt worden mit Sitz in Celle. Und ich habe dann als neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Celle im Jahr 2014 die Politik überzeugen können, wieder mit den, zumindest dem Strom- und Gasvertrieb zu beginnen. Vor allen Dingen, um den steuerlichen Fährverbund zu unserem großen Freizeitbad wiederherzustellen. Das war der Auslöser. Und wir hatten da mit dem Finanzamt Celle eben klären können, dass wir dazu den Stromvertrieb wieder aufnehmen müssen und Stromvertrieb ergänzt um den Gasvertrieb war dann die Entscheidung Ende 2014. Und wie reagieren Ihre Kunden auf dieses neue Angebot vor Ihrer Haustür? Also viele Kunden haben das positiv angenommen, weil sie ja die Stadtwerke auch aus der Vergangenheit positiv in Erinnerung hatten und den Verkauf auch nicht so begeistert aufgenommen hatten. Ganz viele andere Kunden haben gedacht, sie sind eigentlich immer noch Stadtwerke-Kunden, haben diesen Übergang gar nicht direkt wahrgenommen. Von daher mussten wir auch in der Kommunikation sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, haben aber jetzt in den vergangenen 2,5 Jahren, denke ich, ganz gute Erfolge erzielt und ja schon mittlerweile insgesamt über 5.000 Kunden gewinnen können. Damit sind wir ganz zufrieden, aber wir arbeiten fleißig daran, dass es natürlich zukünftig noch deutlich mehr werden. Na, das wollen wir Ihnen auf jeden Fall wünschen. Aber aus Ihrer Sicht vielleicht ein kleines Fazit. Würden Sie anderen Interessierten, die diesen Weg gehen wollen, eine Empfehlung geben, ja oder nein, dort einzusteigen? Also uneingeschränkt kann ich diese Empfehlung geben. Man muss sich aber darüber natürlich im Klaren sein, dass der Wettbewerb sehr hart ist und der Markt stark umkämpft ist. Man sollte sich verlässliche Kooperationspartner holen, haben wir an der Stelle auch gemacht mit befreundeten Stadtwerken und die Prozesse entsprechend dann auch unterfüttern mit den Partnern und dann klappt das auch. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Gerne, Herr Edlinger. Und für Ihre wunderbaren Ausführungen. Das war Thomas Edati, Geschäftsführer der Stadtwerke Celle zum Einstieg, zur Frage des Einstieges in den Energievertrieb. Und falls Sie sich für dieses oder andere Themen interessieren, schauen Sie doch einfach in den YouTube-Channel der ASEF oder besuchen unsere Webseite unter www.asef.de. We'll be right back.